die hier sehen ganz okay aus. Das ist immer gemein, weil hier ist normalerweise immer das erste heißt angreifen. Wenn man schon klickt und sich das die ganze Zeit gemerkt hat bei den anderen, und dann heißt es hier ergeben und dann ist man schön immer im Arsch. Aber dann sich einfach hier auf, wenn man hier einfach aufgeht, obwohl es noch irgendwie drei Leute sind, das passiert oft genug. So, jetzt ist ein richtiges Reitermatch. Und zwar einer gegen 14, soweit ich das noch weiß. Was jetzt? Weil das kleine Vergärten sind, weil die alle hier mit Fernkampfwaffen sind, reiten nicht auf mich zu, sondern von mir weg. Dürft ihr mir jetzt alle einzeln holen. Wo wir mit überhaupt nicht treffen, natürlich. Oh, der war schon. Gleich in die Kappe. Soll er auch rein? Die fliegen immer so schön langsam. Genau sehen, wie man dann trifft. Was sowieso ein ganz besonders komisches Ding ist, wenn man einfach so reitet und auf einen zu, dann ist das sowas wie ein Powerschlag. Indem man einfach Hammer viel Damage macht, wenn die direkt auf einen zulaufen. Wie der hier. Der ist komplett down hier. Pferdschaden 429. Da muss man sich immer gut darauf aufpassen, wenn einer so auf einen zuläuft, weil die das hier sehr häufig machen. Diese Angelegenheit von Leuten hier, meine ich. Weil die kennen, wenn das sind dann Speerreiter, sage ich mal, die kein Schild haben. Und die reiten dann immer so schön. Und das ist scheiße, wenn die auf einen zureiten. Ja, oh Mann. Den hätte ich doch überwischen können. So muss man immer achten. Wenn die Fehler machen, muss man das mal ausnutzen, wenn die ganze Zeit wegreiten. So wie der da. Ist jetzt stehen geblieben. Ja, komm schon. Da. Warum zum Teufel treffen wir denn nicht? Pferd kann man die dann immer schön alle wegknallen. Also wegschlagen oder knallen, da kommt drauf an, was ihr gerade so zur Hand habt. Aber mit solchen Pferden, wie die auch haben in der Art, von der Geschwindigkeit her ist das natürlich eine sehr mühselige Angelegenheit, die schön hier zu töten. Wenn man da einmal falsch reitet, dann war es das wieder mit dem Vorsprung. Eigentlich mal jemand hier, der sich mit einer normalen Waffe wehrt. Die ganze Zeit weggerannt wie so kleine Feigeratten. Kann natürlich sich immer schön aus dem Pferd auch beschränken, dass die dann, wie soll ich sagen, dann verlieren die ihr Pferd, dann müssen die zu Fuß rumlaufen. Hier einen Klaps auf den Po gebe, der nichts bringt. Aber der hat so ein Schwert, muss man sich jetzt vor den Hüten, wenn er auf einen zureitet. Wenn er einfach mit einem Schlag einen tötet gleich. Boah.
markiert. Ach, was würde ich denn geben für einen Bogen, ey? Mit guter Resonanz. Keine Ahnung. Mit guter Ausbildung im Bogenkampf. Komm schon, ey. Das ist ja belastend, ey. So was hier. Das ist natürlich Action pur. Action pur. Vor allem zum Zugucken ist das Action pur. Ah, das ist unser Kollege, da müssen wir aufpassen. Ist er schon mal weg. Komm her, du Kleiner. Zack, der ist auch mal weg. So ist er unser ersten Kampf auch gegen die Nomaden gemacht. Die sehr feige kleine Miesdachten sind aus meiner Sicht. Das heißt dann, dass jeder Punkt dieser Fähigkeit ermöglicht eine 4%ige Chance, dass ein tödlich verwundetes Truppenmitglied nur verwundet wird, statt getötet wird. Weil dann, jedes Mal, wenn einer stirbt, dann ist er natürlich weg, das bringt es dann richtig scheiße, und wenn die dann verwundet werden, habt ihr den dann noch. Und dann können die das sich dann wieder erholen, und dann verliert ihr die nämlich nicht, weil so ein Typ, der jemand stundenlang dann ausgebildet hat und der dann einfach stirbt, das ist natürlich nicht gerade sehr schön. Ja. So, da hinten ist dann die letzte Stadt, die wir in unserer Rundreise besuchen. Dann haben wir alle Städte einmal durchgesucht und bin zum Teil dann vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, warum ich mal als erstes die Schenke besuche. Naja, hübsch. Rüstung 6000, damit können wir so ein bisschen besser was leisten. Naja, aber nicht so. Stiefel 4000 hol ich mich ja ab. Zocken, ey. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ja, wir sind im Moment noch wunschlosglücklich. Ja, der wird's überhaupt nicht gesehen. Ja, 8 Stück. Es dürfte ja keine große Herausforderung sein. Sind das überhaupt welche? Ach, Plünderer. Also, guck, die sind sowieso die allerschwächsten, weil die haben fast keine guten Waffen. Die sind ja fast nur so ganz normale Menschen. Die wohl sogar mit der Faustmatsche kämpfen. Wir strecken natürlich erbarmungslos nieder, ohne sie zu treffen. Das ist immer so etwas. Feiglinge, sage ich dazu. Obwohl ich hier mit dem Pferd
auf ein paar ganz normal losgehe, sage ich jetzt, dass das Feiglinge sind. Und das ist jetzt auch so. Komm. Ich gebe dir eine faire Chance und darf dreimal zuschlagen. Eins. Zwei. Auch schlecht gewählt. Naja. Schön ist es nicht. Aber egal, es muss leider sein, wenn wir uns hier einfach angreifen. Man muss sich halt verteidigen. Wo sind wir denn da lang? So, immer schön rein. Ist immer gut. Alles gut, der Kollege. Hallo. Und was war das? Oh, das ist auch immer ein schöner Kampf. Gegen die Rodox-Scharfschützen. Das sind so richtig Elite-Kämpfe. Ich habe schon dicke Rüstungen und so richtig dicke Armbrüste und alles. Die geben schön viel Damage und das ist auch immer schön, so ein Kampf dagegen gegen die. Weil dann kommen die ganzen Pfeile angeflogen, ihr wisst schon gar nicht mehr, von was ihr so als erstes Angst haben sollt. Wenn auf euch zugeflogen kommen. Da, die haben nämlich eine schöne hohe Reichweite da hinten, sieht sie schon fast gar nicht und schießen schon auf einen. Immer ein bisschen im Schlammlinie laufen. Schön dicke Schilder haben sie auch. Sie überhaupt nicht treffen kann, ohne dass die Schild lüften. Meine acht so meine Favoriten sind das als Kämpfer, wo ich einstellen würde, weil die sind haben schöne dicke Reichweite und auch mit dem normalen Schwert sind die sehr geübt. Benutzen, weil wir jetzt noch nicht so stark sind, die jetzt wirklich mit dem Schwert und ohne Deckung anzugreifen. Jetzt killen die uns hier noch. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war, die anzugreifen. Das ist jetzt halt Vorsicht, bedacht kämpfen. Sonst, wenn ich jetzt das Schild hochgelassen hätte, hätte es jetzt schön gerischt. Und am letzten werden wir mit dem Schwert bekämpfen. Zack! Ja, ich dachte schon, das wäre jetzt der Todesstoß, aber jetzt kommt er. Bäm! Und weg ist er. Ja, wir haben knapp noch gewonnen. Jetzt schon, solche sind ein bisschen anspruchsvoller. Ein bisschen, aber nur. So, jetzt werde ich mich jetzt auch mal auf die so ausrichten, wie es ich jetzt mir vorgestellt habe. Mit den Bogen nämlich. Moment, ich mache jetzt aber Intelligenzen-Bammel, dass ich jetzt Bogenkraft erhöhen kann.